Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Ellerbach Stories Projekt. Und ja, wir machen weiter hier. Wir haben den Auftrag von der Stadt, dieses Ungetüm hier zu verräumen, das einen Unfall hatte von Herrn Temming. Und ja, da werden wir jetzt mal gucken, dass wir dieses Ungetüm erstmal aufgeladen kriegen. Weil, ja, das ist ja kaputt oder hat einen eirigen Reifen. Deswegen, da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie aufgeladen kriegen. So, genau. Stellen wir das hier oben ab. Dann können wir das nämlich zu ihm auf den Hof bringen. Dann ist das nämlich abgeschlossen. Ja, zahlen sollte er ja, meinte die Polizei. Und dann passt das. Spanngurt rum. Und dann geht's los. So. Gut, Rundumleuchte an, Radio an und dann düsen wir zum Herrn Temmings Hof, dass wir da irgendwo ankommen. Wir müssen mal gucken, ob wir hier hochkommen ohne Probleme. So. Gut, dann los zum Hof, eben abgeben dieses Ungetüm und dann haben wir den Auftrag auf jeden Fall schon mal erledigt. Und passt das. Ups, da kommt der Ellmann. So, Herr Temmings Hof ist ja hier oben. Da müssen wir noch mal gucken. Auf den Hof würde ich nicht fahren. Denke mal, wir können hier an der Straße eben mal stehen bleiben. So, können wir den einmal abladen. Runter hier. Pop, 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 pop. Ui, 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 ui. Das ist so eine eirige Geschichte, ey. So, abstellen. Ja, wir gucken mal. Moin, Herr Temming. Hallo. Ich habe Ihnen das Fahrzeug, Ihr Ungetüm, wieder auf den Hof gebracht. Das müsste aber mal irgendwann repariert werden, nur so als Info. Das hat irgendwie so einen eirigen Vorderradreifen. Ja, ich habe davon noch eins. Ich glaube, die kommen bald weg. Oh ja, oder so. Wenn Sie das gut im Ausland irgendwo verkaufen können, dann passt das ja. Ja, irgendjemand nimmt da Dingen wohl. Jo, das wären dann einmal 300 Euro Abschleppkosten an die Stadt. Ja, ja. Das sollte ich ja einmal mit Ihnen klären, so laut Polizei. Ja, da wusste ich nichts von, aber ist gut. Jupp, ist angekommen. Dankeschön. Jupp. Das Ding steht hinten oben in Ihrer kleinen Unterstandsdings da. Mhm. Okay. Jupp, tschüss. Tschüss. So, dann können wir aufsatteln wieder. Gucken, dass das Ding oben ist. Frontlader nach oben und ja, dann geht's hier los. Einmal weit ausholen. Der Tieflader ist ein echt geiles Gespann. Das läuft echt. Herrn Beule bräuchte ich. Ja, da können wir auch hinfahren. Können wir auch eben hinfahren zu Herrn Beule. Dann passt das. Können wir auch eben hinfahren. Uiuiuiui. Ah, hier oben ist Herr Eber mit seinem Hof. Auch ein sehr schöner Hof, muss man sagen. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier ungeschadet rumkommen. Upa. Sehr, 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 sehr eng hier oben.
Der Tieflader ist doch ein riesengroßes Gespann. Ich bin mal gespannt. Ich habe die Nachricht bekommen, dass wir in nächster Zeit einen Unimog reinkriegen sollen. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht wäre das ja was für die Stadt mal. Weil das wäre ja echt ein cooles Gerät, sag ich mal. Das würde bestimmt Bock machen. Auch für den Tieflader zum Fahren würde das echt gut passen. Jo, dann fahren wir eben zur Stadt eben im Moment. Dann fahren wir da oben eben hin. Gucken bei den Kollegen eben vorbei. Ah, okay. Gut. Er hupt da wie so ein Wahnsinniger. So. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Hallo, lass mich hoch. Die Freiwillige Feuerwehr. Moin. Hallo. Moin. Wie können wir weiterhelfen? Das Ungetüm von Herr Temming wurde abgeschleppt. Das ist weg. Das trifft sich gerade ganz krass hier auch. Sie können gerade bleiben. Okay. Trifft ja auch die Stadt. Aber Herr Ellmann, wie gesagt, es trifft sich ganz gut, weil wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, dann hätten wir nämlich so eine verpflichtende Maßnahme machen müssen. Mhm. Dass es eben halt freiwillige Leute für die Feuerwehr gibt. Es muss eine Einweisung gemacht werden, das muss alles noch geplant werden. Deshalb sind wir ja gerade auch eigentlich hier, um diese Sachen eben halt zu planen. Trifft sich eigentlich gerade ganz gut. Der Herr Müller, weiß ich nicht, ob wir uns da die Tage dann eben halt nochmal zusammensetzen, Herr Müller, um da so einen Schlachtplan auszuwirken. Wie gesagt, die Feuerwehr muss eigentlich so bald wie möglich und so schnell wie möglich besetzt werden. Ja, ich würde jetzt erstmal die Rundmail dann gleich schreiben, wenn ich wieder im Büro bin und dann wie wir sich melden. Genau, Sie haben jetzt schon mal hier den Herrn Ellmann. Der Herr Ellmann, der wird vielleicht Sie dann unterstützen, weil wir brauchen da ja auch jemanden, der das dann ein bisschen leitet und wir müssen ja schon mit der Polizei das ein bisschen leiten und damit haben wir einigermaßen genügend zu tun. Des Weiteren, ich weiß auch nicht, wie das aussieht bei der Stadt. Hat die Stadt Ersthilfeausbildung? Ja, ne? Ja. Okay, dass man eventuell auch guckt wegen Ersthilfeausbildung RTW fahren und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das selber machen können oder nicht. Also Ersthilfeausbildung hätte ich auch. Also das wäre also auch noch eine Option für mich, dass ich dann auch ab und zu, wenn es notwendig wäre, auch mal den RTW fahren kann. Ja. Okay, dann gesonderten Führerschein braucht man ja da nicht bei uns, also zumindest nicht. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut, das zu dem. Was habe ich jetzt vergessen? Also wegen der Feuerwehr, Herr Müller, kümmern Sie sich drum, ja? Ja. Okay, gut, da wird eine Rundmeldung gemacht, das ist schick. Was habe ich jetzt noch vergessen? Bürgermeister. Es ist doch hier in naher Umgebung so ein Wasserdingsbums. Ja. So eine Wasserstelle. Dort gab es jetzt zum Beispiel mal eine Herausforderung, dass dort irgendwie Wasser getankt worden ist mit so einem Fass. Wie würde das aussehen, wenn die Stadt da ein bisschen investiert und Wasser besser oder irgendetwas aufstellt, wo das kostenlos Wasser gibt? Oder so, ja, Wasserhydranten für die Bauern an Hof oder so? Ja, genau, sowas hatte ich jetzt auch gedacht. Ich würde sagen, dass ich jetzt da auch eine Rundmail bezüglich schreiben würde. Ja. Und jeder, der dann einen Hydranten braucht, kann sich melden und dann würde ich vielleicht noch beim Händler oder sowas einen gesondert aufstellen lassen. Okay, das würde sich dann schon mal sehr gut anhören. Okay, was habe ich jetzt noch vergessen? Inwiefern, das wäre jetzt auch vielleicht noch für uns jetzt hier gerade mal die Frage. Also, Herr Ellmann, Sie als leitende Position für Feuerwehrgeschichte mit Herrn Müller zusammen? Leitende Position mag ich eigentlich nicht so. Also als Maschinist, als Fahrer und Arbeiter gerne, aber irgendwie managen, das wird mir dann zu viel. Gut. Für alle Erneuerungen, entweder wir machen ein Stadtfest, Herr Müller, ja, wo diese Erneuerungen eben halt bekannt gegeben werden, oder eben halt ein Gemeindetreffen. Ja. Na, gut, klar, natürlich jetzt die SMS oder die Benachrichtigung, dass die Leute das per E-Mail eben halt bekommen, alles gut. Und
Genau. Irgendwas wollte ich aber jetzt auch. Herr Schröder, habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas wollte ich, glaube ich, von Ihnen noch. Das Ding ist abgeschleppt, die Absperrung ist weg. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Hydranten. Dose, du alter Esel, versteckst du dich da in der Ecke? Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin die ganze Zeit so irritiert. Ich gucke mir die ganze Zeit den Herrn Ellmann an und habe die ganze Zeit den Eindruck, er ist zu lange eindeutig in so einem Toaster drin gewesen. Hallo? Das kann ich von Ihnen aber auch irgendwie behaupten. Solche Okay, mit der lassen dicken wir beiden da mal zu Sonnenbrille. Ende flirten. Herr Müller, wir beide haben soweit alles geklärt. Ja, ich glaube schon. Wenn hier irgendwas ist, müssen wir eben halt nochmal telefonieren. Formulare, wenn Sie irgendwas brauchen, unterschrieben brauchen oder sonst irgendwas, sagen Sie Bescheid. Wegen der Feuerwehrgeschichte, ne? Aber Herr Müller, eine Frage habe ich noch. Kann das sein, Herr dass Sie Hellmann, kann ich irgendwie Sie kurz sprechen? Stimmbruch haben? Weil Sie hören sich Ja, so können wir komisch gerne an. machen. Dann gehen wir Ja, mal eben raus hier. bin sehr heiser im Ja. Moment. Ich war lange krank. Ja, das kenne ich, die Krankheit. Das ist ganz schrecklich. So, dann gehen wir eben mal hier rein. So, Herr Ellmann. So, ja, was gibt's denn? Ich sollte ja einmal ein Angebot machen für Ihren Keiler 2. Das hätte ich mit dabei. Jo, das ist, hört sich gut an. Das Was, wären einmal 165.500 Euro. 165,5. Okay, das notiere ich mir. Da muss ich nochmal mit der Bank sprechen. Und ich würde mich dann melden, ob ich das Angebot dann annehme. Jo, das machen Sie. Alles in Ruhe. Wird dann Dann eben passt das. jetzt irgendwann im Laufe des morgigen Tages, werde ich mich dabei melden. Jo, okay, weiß ich Bescheid. Jo, wunderbar. Das war's schon. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So. Herr Das war's, oder Beule. Leute? Brauchen Sie noch Jo. was von mir? Ja, ich brauche noch was von Ihnen. Jo, Nee, erstmal okay. nicht, wir sind dann weg. Wir Dann fahren. komme ich zu Ihnen eben rein. Ja. Gut, dann mache ich mich auch Herr wieder auf den Beule? Weg. Welche Geschwindigkeit nochmal? 30. Okay, ja. Gut, wo ist denn Gut, die dann Hose? sch schönen Dann gehen Tag wir in noch den Raum hier und hinten. tschüss. Jo. Der Elmann steht mir im Weg. Jo. Hallo? Hallo. Ja, der Herr Polizist hat mich eben darum gebeten, dass hier vor dem Gemeindegebäude bitte eine 30er-Zone entsteht, weil hier halt sehr viel Verkehr ist und es auch nicht so gut einsichtig ist. Okay. Ja, ich würde von Von der Stadt bezahlt werden, wenn Sie einrichten. wo bis wo circa? Können wir uns das einmal anschauen? Wir können auch Ja, eben. genau. Ja, genau. Das ist auch so ein Ding der Nation. Sie haben heute irgendwie so Also, ein Düsenchat drauf, kann das? ja. Irgendwie komme ich gar nicht hinterher. Junge, 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 Junge. Eilig. Ja, ich würde sagen, von der Birke, die Sie da vorne sehen. Von da, ja. Ja, ich würde direkt sagen, bis in die in das Dorf da vorne rein. Also direkt ab Ortsschild sozusagen von da bis Ja. zu der Birke sozusagen. Genau, damit sie gar nicht auf die Idee kommen, nochmal zu beschleunigen. Jo, würde ich machen, würde ich dann einrichten und dann passt das. Ja, okay. Okay, dann weiß ich Bescheid. Herr Müller. Sie hatten ja gerade gesagt, Sie wollen eine Rundmail wegen dem Wasserhydranten machen. Mich können Sie auf jeden Fall schon mal auf die Liste schreiben, oder beziehungsweise der Hof Krüger kann auf jeden Fall mal mit auf die Liste genommen werden, weil da brauchen wir auch einen. Ja, okay. Dann wissen Sie da schon mal Bescheid. Ja, ich werde Sie dann sowieso nochmal informieren, wer denn jetzt einen Hydranten haben möchte. Ja, Also. aber mich können Sie schon mal aufschreiben oder besser gesagt, den Herrn Krüger können Sie schon mal mit auf die Liste setzen. Das passt dann. Ja, okay. Okay, dann schönen Tag Super. noch. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
So. Dann düsen wir hier mal davon mit unserem Gefährt. Dann würde ich sagen, richten wir gleich mal die 30er-Zone noch ein. Wir müssen den IHC bestellen und wir müssen... Genau, der Keiler-Angebot ist raus, der ruft uns an. Jo, dann passt das erstmal. Dann fahren wir den mal hier auf den Hof wieder. Ja, stimmt, wir wollten eigentlich noch mit dem Bürgermeister sprechen, ob hier gemäht werden soll, aber machen wir das später. So, dann fahren wir noch mal raus eben, stellen die Schilder auf, dass wir die aufgestellt hier kriegen, dass da eine Geschwindigkeitsbeschränkung gemacht wird. Genau, stellen wir uns da mal hin. Und dann stellen wir eben paar Schilder auf. 30 km/h wollten die Herrschaften ja. Genau. Das sollte einmal Abdorf sein sozusagen. Genau, dann machen wir da eins hin. Und dort ab der Birke hat es gehießen. Genau. Gut, dann sind die Schilder schon mal aufgestellt, dann passt das, dann läuft das. Gut, dann können wir eigentlich eben zum Händler fahren und die Pflegebereifung noch aufziehen. Weil das ist noch so eine Sache, das könnte man eben noch machen. Das ist ja auch noch erforderlich. Weil dann ist das Thema abgeschlossen. Bum, 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 bum. Genau, von wem war der eigentlich? Hof Temming, genau, das kann auch abgeholt werden dann. Stellen wir eben mal ab, dann machen wir Fahnerin hier in die Bude. Liebe Bürger von Ellerbach, da wir in unserer Gemeinde zurzeit dringend Feuerwehrleute suchen, würde ich mich bewerben für ich mich bewerben. Jo, dann ja, melden wir uns da auch noch mal wegen der Feuerwehr als Maschinist oder so. Genau, dann passt das. So, wir brauchen einmal Dreleborg, einmal Radgewichte, Pflegebereifung. Genau. Das war so. Bom, bom, bom. Genau. Gut, dann haben wir das schon mal umgerüstet. Dann kann der nämlich zum Düngen los. Stellen wir uns den mal hier hin. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Maschinenring, das ist abgehandelt. Fendt kann abgeholt werden. Jo, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und bis dahin, tschüss.